behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. May change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. To the night, time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. Willkommen. Möchtest du was sagen? Frank? Ja, sorry, ich habe gerade die Taste gesucht.
Ne, ich habe eigentlich nichts. Großartig. Außer wieder wie letzte Woche, das übliche halt Support, ne? Ich komme hoch und es kommen die Leute hoch im Support, melden irgendwas und der zweite Satz, der fällt, ist, ich möchte auch nicht, dass derjenige bestraft wird. Ganz ehrlich, dann braucht ihr auch gar nicht erst hochkommen, weil unsere Aufgabe ist, sowas zu ahnden. Wenn ihr hochkommt und uns das meldet, werden wir das ahnden in Zukunft. Egal, ob ihr sagt, ihr wollt es nicht oder keine Ahnung. Weil es bringt nichts, es ist einfach nur in meinen Augen Zeitverschwendung. Wenn die Leute hochkommen, sagen, ja, das war das Fehl, da und da Fehl-RP, beweisen das und sagen dann aber, ja, ich möchte auch nicht, dass er bestraft wird, weil dann kann man es auch unter vier Augen klären. Aber sonst, ja, weiß ich nicht. Also mir ist die Woche jetzt nicht so viel aufgefallen, was nicht passt, wo ich sagen würde, darf halt nicht sein, sollte nicht sein. Gut. Dann stellt eure Fragen. Wer Fragen hat, jetzt Talkpower anfordern. Da kommen schon die ersten Fragen. Ja, was so. Und zwar, ich habe eine Frage. Ich zum Beispiel, also sagen wir mal, ich fahre jetzt hinten auf dem Motorrad mit, dann falle ich irgendwie alle 5 Minuten runter, also meine springt einfach ab und dann stehe ich einfach da. Und eigentlich müsste ich ja die RP-Situation dann so weiterführen, dass ich dann auf dem Boden liege, weil wenn ich mit 110 km/h jetzt vom Motorrad falle, kann ich halt einfach weiterlaufen. Aber das passiert halt irgendwie bei mir alle 5 Minuten gefühlt. Deswegen komisch irgendwie, keine Ahnung. Du sitzt richtig auf dem Motorrad drauf, aber fällst runter bei der Fahrt. Ja, oder manchmal einfach aus dem Auto raus, einfach zack, stehe ich auf der Straße. Olli? Ich hab das noch ich nie gehört. Entschuldige, ich schmeiße nicht aus dem Auto. Weißt du, ist das bekannt, oder? Das sind in der Regel irgendwelche Probleme. Kann man so jetzt nichts gegen machen. Ja, schwierig dann. Also passiert es denn wirklich so alle 5 Minuten oder 5 Meter, oder? Ja, also passiert schon öfters, ne? Und ich kann ja jetzt nicht alle 10 Minuten da Medic rufen und dann, ach, wieder verletzt und, ne? Hast du mal probiert, dich anzuschnallen? Kann man sich auf dem Motorrad anschnallen? Ich meine jetzt im Auto, ich weiß gar nicht, geht das auf dem Motorrad? Ich habe es nie probiert. Ja, gute Frage. Und du möchtest jetzt wissen, was man da macht? Ja, was ich machen soll, also, weil übliche RP-Situation wäre ja dann, okay, ich kann nicht laufen, ich bin verletzt, so. Aber dann halt alle 10 Minuten wäre halt schon kritisch, ne? Ja, das ist ein bisschen toll, ja, das sehe ich auch ein. Warte mal. Herr Supportleiter, wie soll er das in Hand haben? gute Frage. Generell gut, wenn keine Backfrage. Er kann halt aus. 10 Minuten Medic rufen. Oder fände ich es jetzt persönlich legitim, wenn er es nicht macht. Keine Ahnung, es ist halt schwer. Ich habe ganz ehrlich keine Idee dazu. Aber das ist halt, das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ist, wie er schon sagt, alle 10 Minuten Medic rufen ist halt auch ein bisschen strange. Ja. Und, weil wer fährt denn im Wahrnehmen, sage ich, einfach mal davon ausgehend, alle 5 Minuten vom Motorrad, außer er ist zu blöd zum Sitzen. So. Okay. Oder aus dem Auto, wenn er nicht gerade die F-Taste drückt während der Autofahrt, weil er nicht angeschnallt ist und dann aus dem Auto springt, gut, dann ist er selber schuld, aber wenn es halt durch den Bug passiert. Ich wurde gerade angestupst, das ist normal, muss es vermeiden, zu zweit auf dem Motorrad, mich blockt es meistens aus. Ja, dann scheint es ja ein Sync-Problem zu sein, wie Uli sagte. Ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, beim Motorrad, ich sitze auch teilweise hinten mal auf dem Motorrad drauf und mich haut es weder runter noch sonst irgendwas. Klar, bei den einen oder anderen ist das Sync-Problem ein bisschen größer wie bei den anderen. Ich habe auch bisher ein einziges Mal das Problem, wo ich hinten auf dem Motorrad saß, dass ich in den anderen Schritt vorbeifuhr und mich hat es direkt vom Motorrad gehauen, weil bei mir ging das Motorrad gedreppert ist, aber sonst haut es mich eigentlich nicht vom Motorrad runter. Oder generell alle 5 Meter oder alle 5 Minuten, also ich bleib da sitzen, wo ich sitze. Oder was mir halt auch jetzt schon ein paar Mal passiert ist, ich bin hinten auf dem Motorrad mitgefahren und ich bin einfach, also bei mir sah es so aus, als wenn er voll gegen die Wand fährt, aber ist er nicht und dann bin ich einfach tot, also halt bewusstlos. Ja, das aber, ist ein Problem. Das Motorrad ist halt immer ein bisschen, wenn du, der Motorradfahrer fährt zum Beispiel ganz rechts auf der Spur, bei dir fährt er aber links. Das ist halt einfach nur ein Desync. Aber eine andere Frage, wenn du vom Motorrad fliegst, ne, was mir gerade einfällt, was mir nämlich passiert ist. Du sitzt aber richtig drauf, bevor der losfährt, ne? Der fährt nicht los, wenn du gerade am Aufsteigen bist. Weil das ist mir nämlich schon passiert. Also bei mir sitze ich drauf und dann fährt er los. Und dann bin ich auch mal. Manchmal fährt das auch, also manchmal passiert das auch während des Fahrens einfach. Also ich sitze schon lange drauf und dann fährt er und dann bin ich auch auf. Achso, okay. Keine Ahnung. Also im Zweifel vielleicht Motorrad mit Fahrten vermeiden, soweit es geht. Und
Wenn es dann immer noch ist, dann, naja, alle paar Minuten Medics rufen geht halt nicht, dann, keine Ahnung, dann ist dir durch Zufall nichts passiert. Aber wenn es natürlich zu doll ist, dann musst du erstmal aufhören, als Beifahrer Motorrad zu fahren. Okay. Wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich dann schwierig. In Zweifel müssen Sicherheitsgurte für die Motorräder her. Genau. Sowas wie Kabel, überdimensionale Kabelbinder. Wo du dich dann an dem Fahrer festbindest, weißt du? Gut, ich nehme da mal den nächsten. Oder alles noch klar, was dankeschön. Ja. Ja, keine Talkpower mehr, okay. Das wird eine schnelle Geschichte. Habt ihr keine Fragen, wollt ihr irgendwas wissen? Herr Steven. Kurze alle. Stichwort Tattoo-Studio. Ja. Also, das sollte ja schon ja kommen. Ist das irgendwie geplant jetzt für die nächsten Wochen oder irgendwie verschoben? Oder wie ist das? Da müssen dir die Programmierer antworten. Wir haben gerade in der Teambesprechung besprochen, keine Termine mehr rauszugeben. Okay, also schätze ich gerne raus, oder was? Nee, irgendwann steht es im Changelog, oder du wirst angeschrieben, dass das Tattoo-Studio aufgemacht wird und dann. Okay, alles klar, weiß ich schon. Aber wir geben jetzt keine Termine mehr raus, wir spoilern nichts mehr, wir zeigen keine Dev-Streams mehr, nichts mehr. Okay. Herr Wilson. Moin. Ich hätte eine Frage an euch, ihr habt das vielleicht besprochen, vielleicht nicht. Was war denn eure Intention dahinter, das mit dem Schwarzgeld jetzt doch so einfach zu machen? Relativ einfach. Dass in den letzten Tagen vermehrt ich darauf angesprochen wurde, was man in diesem Falschgeld macht. Und ja. Das ist halt kein Falschgeld. Es ist halt nur versteuertes Geld und nachdem es keine Steuer, keine Steuern gibt auf der Insel und die auch in, sag mal, naher Zukunft nicht eingeführt werden, macht es jetzt erstmal keinen Sinn, das weiter fortzuführen. Okay, denn ich habe ein paar Stimmen verlauten lassen, denen das ein bisschen negativ aufgeschlagen ist. Was mich sehr wundert, dass diese Stimmen nicht nachfragen, deswegen halte ich jetzt hier meinen Kopf hin. Und ich finde es halt irgendwie ein bisschen einfach, das dann einfach im Inventar umzuwandeln. Ja, was willst du sonst machen? Na, der Spieler, der getauscht hat, ist ausgereist. Danke für die freundlichen Hinweise immer wieder. Ja. Ja gut, also ich hätte die anderen eine Idee, ob Ideen, ihr die so machen wollt. Die da waren, waren entweder identisch oder Schwachsinn. Die Idee auf dem Tisch liegt, was man mit dem Schwarzgeld reell anfangen könnte. Braucht zu lange in der Entwicklung. Das ist kurzfristig nicht umsetzbar. Von daher, bevor jede Woche wieder jemand rumheult, man kann nichts mit dem Schwarzgeld anfangen, nehmen wir es halt vom, vom Server. Ja, meine Idee, ich weiß nicht, ob ich sie kurzerhand mal vortragen soll, wäre quasi ein ähnliches System wie mit den Dealern, dass einfach noch ein Typi eingeführt wird, der auch nicht immer am selben Ort steht, bei dem du dein Schwarzgeld hinbringst, der es, keine Ahnung, eine Stunde lang wäscht und man es dann wieder abholen kann. Das ist zum einen noch eine Möglichkeit für die Polizei, dass eventuelle Schwarzgeldwäscher nochmal erwischt werden könnten, sofern sie dann Grundlage rausbekommen, wo der Typ sich aufhält. Wie Frage meinst du auf welche Grundlage? Auf welcher Grundlage sollen sie da irgendjemanden verknacken? Das ist, woher soll die Polizei wissen, dass das nicht versteuertes Geld ist? Ah, okay, ja. Das steht ja nicht drauf. Ich meine, da macht ja keiner ein Kreuz drauf und sagt, Achtung, dieser 10-Dollar-Schein ist nicht versteuert. Es ist kein Falschgeld. Es ist einfach nur nicht versteuertes Einkommen. Also der Einzige, der den Karren fahren kann, ist die Steuerbehörde und die gibt es aktuell noch nicht. Das Konzept dafür gibt es alles, aber wir haben bis jetzt noch keinen Grund gesehen, auch noch Steuern einzuführen. Also das ist das Problem. Ja? Ich meine, wir können es umbenennen in Falschgeld. Dann wäre es Falschgeld und dann könnte die Polizei auch gegen vorgehen. Aber das ist ja nicht in der Übung gewesen. Verstehst du? Richtig, wobei sich ja dann Falschgeld auch nicht wirklich waschen lassen würde.
Es kommt drauf an, wenn du halt es klein machst und in 1-Dollar-Noten in den Shops verkaufst. Warum nicht? Ja, aber es ist halt kein Falschgeld und genau das ist das Problem. In den Köpfen ist das Falschgeld, ja. Das ist es nicht. Es ist halt einfach nur am Fiskus vorbeigeschleustes Einkommen. Okay. Gut, leuchtet ein. So. Aber ja, wenn jemand eine geile Idee hat, die schnell umsetzbar ist und nicht 8 Wochen dauert, damit nicht irgendwelche Leute auf ihren 6 Millionen Falschgeld, Schwarzgeld verhungern oder irgendwelche Autos kaufen müssen mit Schwarzgeld, wo man dann nicht weiß, was man mit anfangen muss, gerne. Aber aktuell sehe ich nichts, was schnell umsetzbar ist. Ja. Dann noch eine andere Frage. Du hast ja jetzt dieses Klamottenausziehding eingefügt, worüber sich sehr viele auch freuen. Der Pleb war es. Gut, dann danke an den Pleb. Meine Frage dazu, da sind klamottentechnische Sachen drin, wie Uhren und Shit. Kommt das auch noch oder ist das einfach nur da? Die kann man doch kaufen. Nicht, dass ich wüsste. Ich kann die kaufen. Uhren. Und Blo, der ist doch offen, oder? Bitte? Der ist doch offen, der Laden, oder? Jetzt müsste man wissen, in welchem Laden das verkauft wird. Was? Soll ich das jetzt sagen? Ich weiß. Darfst du nichts mehr spoilern. Du kannst es mir schreiben, also ich weiß es gerade selber nicht, dann kann ich dir aber sagen, ob der offen ist. Also ich weiß, dass die Hutfrau am Ende am Angebot haben sollte, mir aber nichts verkauft davon. Ah, die ja, haben weil Damen und Damenarmbänder und so ist nichts für dich. Ja, klar, aber dass jemand Uhren hat, wüsste ich jetzt nicht. Ich guck mal gerade. Und unter den Accessoires sind halt nur so Sachen wie Krawatten, Ketten und sowas. Aber dass der Uhren hätte, wäre mir komplett neu. Lass mich der Klamottenladen. Das kann auch sein, dass der disabled ist, weil dafür eigentlich vorgesehen war, aber der Kollege, der das den Juwelier betreiben wollte, ja nicht ausgereist ist. Richtig. Genauso wie ja Ohrringe da auch noch reinzählen. Ich weiß nicht, ob es später mal einen Piercer geben soll oder was für Ohrlöcher, keine Ahnung, oder ob das auch nur ein einfaches Accessoire wird. Es gibt, man kann das für sich mal im GTA, es gibt mehrere Sachen vor, nicht nur Ohrringe. Also da gibt es einige Sachen, die man sich um die Ohren legen kann. Und generell, wenn die dann irgendwann mal kommen, oder wenn es sie schon gibt, kann man die auch ablegen. Hat einfach jetzt alles drin. Ja, das war jetzt halt meine Frage. Gibt es das schon? Gibt es das nicht? Weil mir wäre es halt nicht bekannt. Also ich glaube, da ist er doch. Stopp, und der ist, lass mich gucken. Soweit ich sehe, nicht disabled. Ich gucke nachher, ob er funktioniert, aber der Shop ist da. Ansonsten, für alle männlichen Spieler, hat schon mal jemand eine Uhr gekauft? Falls ja, sagt's mir. Ich wüsste es wie gesagt nicht. Goldberg schreibt, nee, Trollmego nicht möglich. Und der Herr Russo sagt auch nö. Wenn dann nicht gefunden, nö, nö. Armband ja, Uhr nein. Aber okay, der Shop ist da und eigentlich sollte das dann kaufbar sein. Aber es gibt es nicht beim Hutmacher. Und auch nicht bei der Dame, die Bikinis. Okay, aber dann sollte der spezielle Mensch dann ja natürlich dementsprechend vielleicht auch einen Blip bekommen oder eben nicht, weiß ich nicht, wie das plant. Aber wäre ja nicht verwerflich, wenn man wüsste, wo man Uhren kaufen kann. Karte. Gut, Bugtracker-Eintrag schreibe ich dir. Ja, dann war es das von meiner Seite. Okay. Könnt jetzt noch wegen der Zweigstelle fragen, aber it's done, when it's done. Keine Termine mehr. Ja, eben. Herr Bärmer. Guten Abend. Mir geht es um Folgendes, und zwar ist mir halt aufgefallen, dass
dass man immer weniger neue halt auf der Insel sieht. Und wenn man sie mal sieht, dann sind sie halt relativ schnell meistens wieder weg. Ich habe mal meine Anfangszeit gedacht, also meine ersten Wege waren so raufwärts Richtung Paleto Bay. Die ganze Apfelgeschichte und so weiter. Aber wenn ich mir die Preise halt anschaue, das rentiert sich überhaupt nicht mehr. Ob es da vielleicht nicht sinnvoller wäre, wenn man sagt, die Birnen-Äpfel-Geschichte zum Beispiel, die sich ja als Neuling, sagen wir mal, gut rentiert hat, dass man da die Preise wieder ein wenig nach oben setzt, dass die da auch ein bisschen Geld verdienen können. Weil, also ich finde halt, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, im Dezember, Mitte Dezember war das meiste, wo ich verbracht habe, Paleto Bay. Einfach, weil es da zum Farmen perfekt war. Aber jetzt, wenn man Paleto Bay oben fährt, ist es tot. Also da ist kein Mensch mehr oben. Okay. Das heißt, du meinst die Preise hochsetzen? Nein. Also nicht die Preise, sondern eventuell, dass man sagt, mit was hat man denn angefangen hier? Also bei mir waren es die Birnen. Ich bin da hochgefahren, habe mir die Birnen geholt. Und habe die ans Warenhaus verkauft. Dann habe ich Leute kennengelernt, die wollten von mir Kartoffeln kaufen und so weiter. Das findet irgendwie halt nimmer statt. Also wenn wir das tun, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, wenn wir das tun, dann werden wir das begrenzen auf neue Spieler. Ja. Weil, dass das nichts mehr bringt, daran seid ihr alle Mann komplett selber schuld. Das ist ein Angebots- und Nachfragesystem. Mhm. Es gibt keine Nachfrage nach Äpfeln und Birnen, weil inzwischen nur noch am Warenhaus vorbeigehandelt wird. Also es gibt seit, ich glaube, einer Woche zwei neue Händler auf dem Server, zwei NPC-Händler, die ausschließlich Sachen verkaufen, die sie aus Waren aus dem Warenhaus produzieren. Die haben es in einer Woche nicht geschafft, auch nur eine Ware zu produzieren. Okay. Ja, und die versuchen das jede Stunde beim Warenhaus Sachen einzukaufen, um ihr Zeug zu produzieren. Und haben es in einer Woche nicht geschafft, auch nur ein einziges Item herzustellen. Das heißt, die nehmen sich die Rohstoffe und also zum Beispiel die nehmen sich jetzt aus dem Warenhaus Weizen also und Quellwasser und machen da was beispielsweise, ich spoilere das jetzt einfach mal, weil ich keine Rückmeldung vom Radio habe, ob sie das heute announcen. Es gibt einen zweiten Werkzeugladen, bei dem man Werkzeug und andere Dinge des täglichen Gebrauchs, für Handwerkergebrauchs kaufen kann. Mhm. Der NPC steht seit, lass mich lügen, 10 Tagen. Versucht jede Stunde aus dem Warenhaus seine Rohstoffe zu kaufen, um zum Beispiel Äxte herzustellen. Okay. Oder Schraubenschlüssel oder was der so alles verkauft. Und hat es in 10 Tagen, ich glaube es sind 10 Tage, nicht geschafft, auch nur eine Axt zu produzieren, auch nur ein Netz oder eine Schachtel Zigaretten oder sonstiges. Mhm. Weil die Waren im Warenhaus nicht vorhanden sind, weil nur noch am Warenhaus vorbeigehandelt wird. Das ist auf der einen Seite gut, dass die Spieler untereinander handeln. Ja. Macht natürlich beim Warenhaus das ganze System insofern kaputt, weil wenn kein Angebot da ist und keine Nachfrage da ist, bewegt sich der Preis überhaupt nicht. Dann hängt der einfach da. Ja? Okay. Der Preis kann sich nicht verändern, wenn überhaupt gar keine Marktbewegung da ist. Ja, das ist klar. Dann haben wir wieder das gleiche Problem wie vor 2 Monaten, dass dann 2 Tage die Sachen gehortet werden, dann auf nachts um 3 gewartet wird und dann auf den Schlag 10.000 Bisswasser verkauft wird. Ja, das ist klar. Deswegen ist es jetzt so, dass wenn gar keine Bewegung am Markt ist, sprich weder Angebot noch also Nachfrage da ist, aber überhaupt gar kein Angebot da ist und auch keins kommt, dann bewegt sich der Preis auch nicht. Um sowas halt zu verhindern und solche Marktmanipulationen zu verhindern. Okay, aber es ist schon so, also die Äpfel zum Beispiel, wenn man, ich sage jetzt mal, der will auf die Äpfel zugreifen, weil er, keine Ahnung, Apfelschorle machen will. Jetzt sind aber keine Äpfel da, dann ist aber so, dass der Preis für die Äpfel bei diesen 70 Cent jetzt Maximalwert ist oder steigt der dann, weil derjenige probiert Apfelscholle zu machen und dann müsste ja der Apfelpreis steigen praktisch, weil er will ja Äpfel haben. Ja, oder sehe ich das falsch? Ja, ja, natürlich schon, aber er steigt halt nur, wenn über einen gewissen Vorlaufzeitraum auch Bewegung in Äpfeln da war. Sprich, es waren mal Äpfel da. Mhm.
Dann sind die aus dem Warenhaus rausgekauft worden, dann hat sich der, dann verändert sich der Preis, dann gibt es eine Nachfrage, dann steigt oder sinkt der Preis, je nachdem, ob Überangebot ist da oder nicht. Aber wenn gar keine Marktbewegung da war, verändert sich der Preis nicht mehr. Weil dadurch halt Manipulationen zustande gekommen sind, so viel mehr Arbeit gekostet haben, um die einzudämmen, dass ich da einfach keinen Bock mehr drauf habe. Ja, das verstehe ich. Ja, wir können die Preise anheben für die Grundrohstoffe für Neulinge, sag ich mal. Mhm. Das begrenzen wir dann aber auf ein bestimmtes Charakteralter. Ja. Das ist das Einzige, wo ich sehe, was man da, wo man da überhaupt was tun kann. Und nur, dass ich es jetzt richtig verstehe. Also es sind nur diese beiden Händler, die du gesagt hast, die praktisch die Waren dann produzieren und dann die fertig produzierten Waren verkaufen. Die 24-Stunden-Shops verkaufen nur, wenn ich jetzt Brot ins Warenhaus verkaufe, verkaufen die das Brot. Die produzieren genau. nicht selber. Wie sollten die Brot produzieren? Ja gut, aber wäre es dann nicht besser, wenn man alles umstellt, weil dann ja die Rohstoffe oder die Nachfrage nach Rohstoffen höher wäre, wie jetzt fertig produzierte Sachen. Aber dann kannst du das Rezeptsystem ja komplett in die Tonne treten. Dann braucht ja kein Mensch mehr Rezepte zu kaufen, das ist ja auch Quatsch. Dann hast du doch keinen Grund mehr zum Verarbeiter zu fahren, wenn die alles selber produzieren können. Ja, das ist auch richtig. Ich glaube, ein ganz springender Punkt, weil du gesagt hast, im Dezember war das noch anders, ist auch, dass wir jetzt unheimlich viele Firmen haben und jeder Spieler mindestens in einer bis fünf Firmen angestellt ist und da sein Geld verdient, deswegen geht keiner mehr auf die Felder, denke ich. Das war vorher anders, klar. Okay. Ja, es ist halt, ich denke halt die Motivation oder der, wenn jetzt jemand neu kommt und fährt durch über die Insel und sieht halt dann, ich kriege für einen Apfel 70 Cent oder so, und ja, fängt dann da an zu pflücken, dann denke ich, oh Gottes Willen, bis ich da. Ich habe früher für einen Apfel 1,70 Dollar gekriegt, halt, das hat sich rentiert. Dann hast du jemanden kennengelernt, der wollte Wodka produzieren, der hat dir dann die Kartoffeln abgekauft für 3 Dollar oder was. Das war halt super. Und so kam halt auch der RP-Faktor halt. Ne? Also, du hast viele Leute kennengelernt, weil sie auf der Suche nach Waren waren oder so. Und das ist halt jetzt momentan, finde ich, total eingeschlafen. Also, dieser Handel von Rohstoffen untereinander oder dass die länger schon da sind und vielleicht die Lizenzen für Wodka und so haben, dass die praktisch von den Neuen das Zeug abkaufen, das ist meiner Meinung nach, also ich sehe es überhaupt nicht mehr auf der Insel. Ja, hast du recht. Das ist halt das, was ich schade finde, weil das fand ich hat halt das Ganze ausgemacht. Das hat Spaß gemacht halt und das ist leider halt nicht mehr so. Ja. Also es ist so, wenn ich jetzt über die Insel fahre, sehe ich immer dieselben Leute. Ja, bin ich komplett bei dir. Also das war, also ich bin ja auch seit Tag 1 hier, komischerweise. Und natürlich bist du damals losgefahren und die Felder waren verhältnismäßig voll. Also du hast immer Leute getroffen. Jetzt ist es faktisch so, die Leute verdienen, also wir haben die Subventionen ja öffentlich gemacht. Die Leute verdienen bis zu 350 Dollar irgendwie die Stunde, Viertelstunde. In den Firmen, so, wer soll sich da noch auf dem Feld stellen? Das sehe ich, klar, sehe ich auch so. Es ist schwierig, ja. Es ist schwierig, da einen Mittelweg zu finden, dass du sagst, okay, einige wollen in eine Firma, einige sind dann lieber am Alkohol produzieren. Ich meine, wir sehen selber, dass aktuell ja nichts im Warenhaus passiert, gar nichts. Und das jetzt nicht seit gestern erst, sondern schon längere Zeit. Ne? Also, ja, es ist schwierig, was man da machen soll. Ne? Und ich meine, wir haben viele Spieler, die haben nicht nur einen Job, die haben halt 3, 4 Jobs, keine Ahnung. Warum sollten die irgendwo nochmal auf dem Feld gehen? Ne? Ja, aber wäre es dann vielleicht nicht irgendwie sinnvoll zu sagen, man darf, außer sagen wir jetzt mal, man ist im Polizeidienst oder im Medic-Dienst oder so, nur einen weiteren Job haben, wo man das... Wo man praktisch Geld verdient, wo man arbeitet, weil ich renne jetzt ehrlich gesagt auch nicht zu 5 Jobs halt, ne? Naja, einen Job da arbeite ich. Es ist ja technisch schon so, dass du, wenn du mehreren Firmen angestellt bist, du kannst nur aus einem Job halt beziehen, ne? Ja, das ist schon klar. Aber das Problem ist ganz einfach, wenn du, selbst wenn du das jetzt reduzierst auf einen Job so und die Leute verdienen da, keine Ahnung, 250 Dollar die Stunde, nur mal als Beispiel, was ja in der Subvention drin ist, selbst dann wird sich keiner mehr aufs Feld stellen. Gehe ich mal ganz schnell von aus.
Also, ja, wir haben natürlich dieses ganze Farmverarbeitersystem mit einem unheimlichen Zeitaufwand damals gebaut. Und es wäre schon eigentlich ganz cool, wenn wir da einen Weg finden, dass wir das auch wieder benutzen, ne? Das meine ich Denke auch ich. eben, genau, weil das System ist Hammer mit den ganzen Rezepten, mit allem. Das war, wo ich auf die Insel gekommen bin und dann das alles entdeckt habe. Du warst nur beschäftigt, was brauche ich für das, dies und das. Es hat halt Spaß gemacht und Ja, das ist auch das, warum ich wahrscheinlich noch hier bin, weil ich so viel Zeit da investiert habe weil es einfach geil ist halt, ne? Und das ist halt schade, dass das einschläft. Deswegen halt der Vorschlag. Oder halt Ja. diese Überlegung, eventuell wieder einen Schritt zurück zu machen, es hat ja funktioniert halt, ne? Ja klar, nur du hattest halt das Problem damals, den Leuten, die haben gesagt, die wollen nicht ständig nur Farmen und Farming Simulator, dann kamen die Firmen, jeder hat sich bequem in eine Firma gesetzt, ne? Und ja, also schwierig. Ja, müssen wir gucken, also wäre schon gut. Aber es ist ja auch so, wenn man beobachtet, es gibt ja Firmen, die haben keine Ahnung, wie viele Angestellte, wo ich mich dann frage, okay, ist es sinnvoll, dass diese Firma, sagen wir mal, 10 Angestellte hat, wo es vielleicht 2 Leute auch tun oder drei? Ja, das System wird schamlos ausgenutzt, das ist uns bewusst klar, Ja, weil der Staat zahlt es ja. Also eine Option wäre, das muss ich aber natürlich erst irgendwie mal mit Connex erörtern, dass wir von jetzt auf gleich die staatlichen Subventionen abschalten, dann werden aber einige ganz schön kotzen, so, weil dann wird es nämlich teuer für die. Aber dann, das ist das Nächste. Also logisch, du kriegst die Subvention, wieso sollst du nicht 10 Leute einstellen Ja, halt, ne? das ist Und richtig. Müssen ich wir habe mal das gucken. Autohaus, ich stelle keinen ein. Ich würde einen einstellen auf Provisionsbasis, aber ich stelle keinen ein, ich kriege keine Subvention halt, ne? Also Richtig. warum soll Ja. ich da jemanden einstellen und mein Geld abgeben? Ich schaff's alleine halt, ne? Und so wäre es halt zu überlegen halt. Oder vielleicht zumindest Firmen, wo man sieht, die laufen und die machen genug Umsatz. Dass man sagt, gut, wir kürzen euch die Subvention oder wir stellen sie komplett ein oder wir sagen, gut, sagen wir mal, du kannst 3 Leute subventionieren und das war's dann halt und nicht die Subventionierung auf so viele Leute wie möglich. Ja. Ja, das ist mal ein Punkt, den habe ich jetzt mal notiert. Das müssen wir halt nachher nochmal durchsprechen. Also, da Ja. hast du schon recht. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob das dann die Leute wieder zurück auf die Felder treibt und ob sie das wollen. Das ist halt die Frage. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, einige werden ziemlich kotzen, wenn sie jetzt wieder anfangen zu farmen, um Geld zu verdienen. Das ja, müssen wir einfach mal. Ich muss das einfach mal mit den anderen nachher besprechen, ob man Ja. da nicht irgendwie mal einen Kompromiss findet, irgendwas machen kann, weil. Dieses Farm- und Verarbeitersystem, auch dass die Sachen halt nachwachsen, der ganze Kram, das war halt eine unheimliche Arbeit irgendwo, das wird halt gar nicht mehr genutzt. Das ist halt schwierig. Ja. Nee, habe ich mal so notiert, Herr Bärmer. Sprechen Okay. wir drüber. Ne? Jawohl. Alles Das klar. war's. Jo. Danke. Tschö. Bitte. Frau Dragoon. Ja, Hallöchen. Hallo. Wegen dem An- und Ausziehtool nochmal. Ja. Und zwar ist mir aufgefallen, ich habe ein bisschen Schmuck und Krawatten und so halt in meinem Kleiderschrank. Auch alles kein Problem. Nur wenn ich jetzt dieses An- und Ausziehtool zum Beispiel benutzen möchte, gelten alle Sachen, die ich gekauft habe, die eigentlich Schmuck sind, als Halsschmuck. Okay. Sprich Ohrringe, Armbänder, alles wird unter Halsschmuck deklariert und ich kann halt auch entweder nur Ohrringe tragen oder nur eine Kette oder nur ein Armband. Schreib das mal an den Bugtracker, der Knecht aus dem Keller wird sicher gerne gucken. Das wohl verwundert mich, weil ich habe extra getestet. Ich habe sogar, es sah extrem lustig aus, was mein Männercharakter da Ketten und Ohrringe und Hüte und noch was nicht alles aufhatte. Also eigentlich sollte das alles einzeln gezählt werden. Also ich, Schauen wir das dann also. nochmal an. Ja, also ich konnte halt, wie gesagt, also ich habe halt eine Kette, die ich halt gerne eigentlich immer tragen würde und halt Ohrringe, aber das funktioniert halt nicht. Weil sobald ich die Ohrringe anlege, geht die Kette weg, beziehungsweise wenn ich die Kette anhabe und die Ohrringe anlege, dann geht die Kette weg. Und so, ne? Das ist aber so eine Kette, die aus dem Kleidungsshop ist und nicht aus irgendeinem Accessoires-Shop. Oder sowas, das ist dasselbe wie Krawatte, ne? Ist unter dieselbe Sache eingeordnet wie die Krawatte, die Ja. Kette. Okay, das schaue ich mir nochmal an. Gut. Okay. Soll ich trotzdem einen Bugtracker-Eintrag machen? Ja, wäre nicht schlecht. Gut. Julio von Rommelsburg.
Ja, Tag erstmal. Also ich habe, ich bin ja den vierten Tag heute erst auf dem Server. Ich bin zwar schon länger angemeldet, aber zum Thema Neulinge und Farmen muss ich sagen, dass ich das System relativ geil finde. Also dieses noch über die Map zu fahren, sich was zu suchen, das rauszufinden und nicht sofort ganz viel Geld zu verdienen und gleich oben hinzukommen. Weil da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich zu schnell zu viel Geld kriege, bin ich ganz schnell da, dass es mir langweilig wird. Und ich finde es, das System, richtig gut, für sein Geld noch arbeiten zu müssen und nicht direkt, weiß ich nicht, $1000 für, ne, für was weiß ich zu kriegen. Hm. Ja, ich fasse das als Kompliment auf, danke. Nee, das ist ja wirklich so. Ich meine, es ist, wenn man wirklich nur auf diesem Server ein bisschen durch die Gegend fährt und sich mit den Leuten unterhält, die Leute, die länger da sind, die bewerfen einen mit Geld. Es ist wirklich so. Das ist richtig. Man muss wirklich nur einfach ein bisschen RP machen, sich mit den Leuten auseinandersetzen. Klar kommt da ein bisschen Frust davor, jetzt muss ich eine halbe Stunde auf dem Feld stehen, tapp dann meine 600 Äpfel und krieg dafür vielleicht nur $1000. Ja, gut. Finde ich aber trotzdem noch geil, weil ich bin doch gerade auf dem Start angekommen. Ich kenne doch noch gar nichts. Wie soll ich dann schon wissen, hör in eine Firma rein, dies, das, Ananas. Ich finde das geil, das System. Die Einstellung finde ich übrigens super, weil das war damals halt auch unser Grundgedanke und wir sind jetzt leider schon in der Richtung, wo wir eigentlich nie hin wollten, dass Spieler einfach so mit Geld um sich schmeißen und das teilweise sogar verschenken. Also das ist ja schwierig. Also wir müssen irgendwie gucken, dass wir das Farmen wieder attraktiv machen. Ja. Weil ich denke, das System ist einfach ziemlich besonders, sage ich mal, auch mit den nachwachsenden Sachen und mit den Rezepten und mit dem Crafting und alles. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich glaube, also wir hatten das Wirtschaftssystem, ich kann das mal für dich kurz erklären, weil du noch nicht so lange dabei bist. Wir hatten das Wirtschaftssystem damals noch strenger, als wir noch keine Firmen hatten, ja, als alles noch NPC betrieben war. So, da haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen es anpassen, weil sonst hast du hier halt wirklich eine Real-Life-Simulation, weil da hast du, glaube ich, 40 Cent für einen Apfel bekommen oder so. Dann haben wir es halt irgendwann angepasst und das wurde auch sehr viel genutzt. So, und dann kamen halt die Firmen und die Leute haben gemerkt, okay, da verdiene ich mein Geld jede Viertelstunde, warum soll ich noch aufs Feld? Da müssen wir jetzt irgendwie einen Weg finden, dass wir das Farmen wieder mehr mit einbinden, denke ich. Gut, aber ich finde, das ist doch eigentlich gar nicht eure Aufgabe. Also eure Aufgabe ist es, den Server zu betreiben und ihn eventuell attraktiv zu machen. Aber attraktiv machen ihn doch die Spieler, die da drauf sind. Ja, das ist richtig. Aber der deutsche RPler, was ist das Erste, was der deutsche RPler will? Ein dickes Auto. Das ist das, also das ist leider wirklich so. Das haben wir immer wieder gemerkt. Wir hatten da, also ich will nicht sagen Shitstorms, aber sehr rege Diskussionen schon, dass die Leute viel zu wenig Geld hier verdienen und sich hier nichts leisten können. Das war eigentlich auch unser Ansatz. So, es ist vielleicht ein bisschen sehr krass gewesen, aber jetzt ist es halt in eine andere Richtung gedriftet. Wir müssen mal gucken, ob wir das, wir müssen es wahrscheinlich wieder irgendwie preistechnisch ein bisschen anpassen oder uns irgendwas einfallen lassen, aber ja. Erstmal danke für deine Meinung, bevor ich jetzt die totsabbel. Das klingt ja so, als würden die Leute gerade für diesen Server nach einem Endcontent suchen. Aber das ist doch gar nicht so. Ich meine, auf was spielt man denn hinaus? Ich spiele doch einen Charakter und dieser Charakter hat sein Ziel, aber das ist ja nicht so, dass ich den Charakter irgendwie hochspiele, sage ich mal, wenn er viel Geld hat und dann wird es langweilig. Absolut richtig. Aber das ist, ja, ich wiederhole. Na gut, dann bin ich da anders, das war's doch nur. Ich wollte das nur mal sagen, also ich finde es geil, das System. Du, ich finde deine Einstellung super, ganz ehrlich. Finde ich echt gut. Finde ich super. Das war's also von meiner Seite. Okay. Herr Rosso. Ich bin wieder vom Motorrad gefallen. Ja, genau. Ich habe eine Frage und zwar, man kann ja Kabelbinder herstellen und ich wollte fragen, ob man die zum Fesseln benutzen kann. Also ob die Funktion da ist, dass man Leute fesseln kann. Erk? Uli ist nicht da, jetzt musst du was spoilern, wenn ihr was spoilern wollt. Ich sag, ich bin nicht berechtigt. Ja. Irgendwas ist das für euch. Also. Ja, du kannst sie benutzen. Ja. Okay. Okay. Also kann man das ist jetzt einfach so, ist es, ja, darfst du. Also kann man jetzt nicht quasi, ich werde jetzt entführt und dann sagt der mich entführt, ja, hey, ich fessel dich, wenn man Kabelbinder herstellen kann. Nein. Okay. Also das dient ganz einfach dazu, wer es kennt von der Polizei, die Handschellen, ja, wenn du Handschellen anhast, kannst du kein Cherry Pad mehr benutzen und gar nichts. Das ist die gleiche Funktion. Ja, alles klar. Ja, gut, das wollte ich schon wissen. Mhm. Dankeschön. Okay. Herr Häppele. Ja, grüß Gottle. Zu dem Handelssystem. Ja.
Ich bin da ja auch aktuell einer von den Leuten, die noch beim Warenhaus ein bisschen was einkaufen, auch Fertigprodukte und Rohstoffe, wenn nicht genügend Fertigprodukte für mich da sind. Ja, es kommt halt wenig rein und mein Umsatz ist wahrscheinlich so gering, dass ich das Wirtschaftssystem da nicht mit beeinflusse. Was mich allerdings in dem Wirtschaftssystem hier oder in dem Wirtschaftsverfahren, wie Firmen und Unternehmen mit Ankauf von Waren beziehungsweise mit überhaupt Produzieren von Waren außerhalb ihres eigenen Geschäftsfeldes umgehen, finde ich ein bisschen, müsste man auch nochmal drüber nachdenken, ob jetzt ein Krankenwagen zum Beispiel unterwegs sein muss, um Brot zu farmen, oder ob der ACLS Wasser farmen muss, anstatt es bei jemandem einzukaufen. Bin ich bei dir. Oder ein Speditionsunternehmen eigentlich Fertigprodukte und Rohprodukte verkauft, aber die nicht selber herstellen muss. Das sind so Sachen, da müssen wir uns alle selber so ein bisschen an die Nase fassen. Ich versuche, Leute zu motivieren, mir Sachen zu verkaufen. Habe das dann jetzt beim Speditionsunternehmen gemacht. Ich habe auch schon Cherries-Anzeigen gesetzt. Ja, das ist das Problem. Dieses System funktioniert halt wirklich nur gut, wenn da alle mitmachen. So, und viele tanzen da aus der Reihe, das weiß ich. Die handeln außerhalb des Warenhauses, kann man die nicht verbieten. Ist halt aber schade, weil so das System nicht genutzt wird, mehr oder weniger. Das wird nur funktionieren, wenn die Spieler da auch alle mitmachen. Sonst wird es nicht gehen. Okay, das war's, Herr Heberle. Ja, das war's. Bier Seed. Hallo, es gibt doch noch Leute, die keine Firma haben oder in keiner Firma sind. Ja, da bist du aber echt, da bist du eine von wenigen Ausnahmen, das ist richtig. ja, also ich habe ja hier schon angefangen, da war ich froh, wenn ich am Tag so ungefähr $1,000 gemacht habe, bei fast 8 Stunden Farmen oder sowas. Daher schätze ich nicht, dass das Neulinge abschreckt. Was halt wirklich sein müsste, dass irgendwie in einer Firma zu sein ein Privileg ist. Also dass man entweder die Slotzahlen von der Firma, also von Angestellten einschränkt oder halt wirklich sagt, ein Teil der Subventionierung oder sowas fällt weg. Was ich aber, glaube ich, für Neulinge eher wichtig fände, ist, dass das RP ein bisschen, also dass man eine Alternative schafft, um das RP zu lockern. Ich habe momentan das Gefühl, was selbst mich auch ein bisschen momentan abschreckt, dass alles so ein bisschen eingefahren ist. Jeder hat noch mit denselben Leuten zu tun. Man findet kaum noch irgendwo Anhang und sowas, dass man da irgendeine Zeitbeschäftigung oder sowas findet. Ja, aber was genau stellst du dir darunter vor? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Minijobs irgendwie helfen würden. Dass man ein bisschen Abwechslung reinbringt. Das Casino wäre halt geil, um einfach auch mal wieder unter Leute zu kommen und das Geld auch mal rauszuschmeißen, was man irgendwie inzwischen angefarmt hat. Also wenn ich da mal einhaken darf, genau, es war eine der Sachen, wo ich mir direkt selber gesagt habe, als ich als Developer angefragt habe, dass ich genau solche Sachen machen will, wie du gesagt hast, so ein paar Hotspots, wo sich die Leute in ihrer Freizeit sammeln können, so wie das Casino. Da muss er aber, wie gesagt, leider noch ein bisschen drauf warten, weil da können wir leider nichts machen. Wir versuchen da unser Bestes, aber da ist sozusagen, GTMP braucht erst Mod-Support und so. Aber ich bin schon, ich bin gerade an einer Sache dran. Werde ich nicht sagen, wann das fertig ist, weiß ich auch nicht. Das ist möglicherweise so eine Freizeitbeschäftigung, die man zwischendurch macht. Und da werde ich mich vielleicht auch mal, wenn ich mir aussuchen darf, was ich machen kann, also wenn da nichts irgendwas Notfallmäßiges ansteht, dann werde ich mich vielleicht auch mal solche Sachen konzentrieren, die so als Freizeitbeschäftigung durchgehen. Alles von allem, was man sich da vorstellen kann. Was ich jetzt gerade mache, möchte ich nicht sagen, möchte nicht spoilern. Aber wenn das kommt, dann glaube ich, wisst ihr, was ich meine mit solchen Freizeitbeschäftigungen. Oder ich wurde auch gerade angestupst, dass man halt die Paychecks irgendwie weiter runtersetzt oder halt, warte mal, wie soll das heißen? Vielleicht mal an Paychecks auf eine Stunde setzen, zum Beispiel maximal $1,000. Ja, keine Ahnung. Also, dass man da halt wieder sagt, es ist doch attraktiv, mal sich wieder aufs Feld zu stellen, mal irgendwie halt unter Leute zu kommen. Aus dieser Wohlfühlzone wieder mal ein bisschen rauszutreten. Ja, wie gesagt, ich habe es notiert. Das werden wir nochmal besprechen und mal gucken, was wir da machen können. Ne? Ja gut, das war's dann von mir. Das war's, Herr Pierceed. Gut. Sora Cramble, bitte. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das der Hector schon letzte Woche angesprochen hat, deswegen einfach dazwischenrufen, wenn es so sein sollte.
Ich bin Farmarbeiter, ich finde das Farmsystem sehr gut, aber das große Problem, was ich habe, meine aktivste Zeit ist nachts, wenn ACS zu hat, beziehungsweise bis zum Mittag, nächsten Tag, und da ist ACS immer noch zu. Und ich sag mal, ich fahre 3 Stunden mit meinem Burrito da rum und dann sind die Reifen runter. Ich weiß nicht, wie ich rankommen soll dann. Das ist, ob man da irgendwie eine kleine Zwischenlösung finden kann, was ich, so ein teurer NPC, wo ich die Reifen mal für, was ich, 2000 drauf setzen kann oder so. Oder ob die Reifen verlängert, also mehr haltbar gemacht werden. Dass man sagt, ich sage mal, ich muss nur alle 2 Tage zum ACS, kann dafür halt 2 Tage wirklich komplett rumfahren, aber dafür kosten die Reifen dann auch, wie soll ich sagen, nicht nur 50 pro Reifen, sondern 200 pro Reifen oder so, ne? Dass die Preise halt etwas teurer werden. Weil das ist halt mein Riesenproblem, dass ich halt bloß 3 Stunden rumfahren kann und dann stehe ich halt da und weiß ich nicht, wie ich vorankomme. Sind deine Reifen echt nach 3 Stunden runter? Ja. Okay. Na, ich fahre wirklich, also ich mache das meiste halt immer durch Sprung oder sowas, ne? So, und dann, wenn du die ganze Zeit durch die ganze Feldfläche da fährst. Ja, okay, das sehe ich ein. Das ist natürlich echt ein Problem. Ja klar, wenn du da nachts weder ACS noch sonst was, dann kannst du natürlich gar nichts mehr machen, ja, das ist richtig. Habe ich notiert, sprechen wir nachher an. Alles klar, das brauchst du mir nicht. Okay. Frau Evans, platzen Ihnen auch Reifen nachts? Nee, selten. Ich bin auch nicht nachts unterwegs hier. Gut. Mir ging es um die Subventionen, beziehungsweise hatte ich da schon länger die Idee, die habe ich, glaube ich, damals mit Daryl Green noch ausgearbeitet. Da ging es darum, ob man nicht einfach ein Budget pro Firma macht. Das heißt, ein mittelständisches Unternehmen kriegt einfach ein Budget von, weiß ich nicht, ich werfe jetzt einfach 1600 in den Raum, wo genug drin wäre, dass der Chef eine 350er Paycheck kriegt, und Chef ein 300er, 4 Mitarbeiter, die je 200 kriegen und ein Trainee, der irgendwie 150 kriegt. Wenn das so machbar wäre. Weil dann müssen die halt entscheiden, stelle ich mehr Leute an, dann muss man halt die Gehälter von allen anpassen. Oder man sagt, man beantragt das Expandieren oder eine Zweitstelle, wo man dann beim Stadtrat quasi eine größere Firma mit mehr Budget beantragt. Wenn man sagt, wir brauchen aber das und das und das, das heißt, man muss das rechtfertigen für ein größeres Budget, für mehr Mitarbeiter, dass man die wirklich benötigt und dass man es da dann erweitern kann. Also wir haben, der Grundgedanke hinter dieser ganzen Subventionsgeschichte war damals ja, wir haben gesagt, die Firmen sollen erstmal machen, wenn wir sehen, dass Firmen wirklich gut funktionieren und Geld verdienen, werden Subventionen gestrichen. Das ist bis heute, glaube ich, nicht passiert. Ich weiß, dass damals halt, ne? Jeder zum Beispiel ein MK Artworks oder JT Artworks damals noch ein Arsch für Geld verdient hat und wir haben es, glaube ich, immer noch subventioniert, wenn ich es recht sehe. Da wäre halt die Überlegung, ne? Ja, Bärmer stupst mich gerade schon an, ja genau, das habe ich gemeint. Ja, genau. Oder dass man halt guckt, dass man dann ein Budget pro Firma macht, dass die halt wirklich auch, oder dass man denen maximal Slot gibt an Mitarbeitern. Gut, wenn sie jedem Mitarbeiter 350 auszahlen, ist auch doof. Nee, dann würde ich tatsächlich, müsste man dann drüber nachdenken, ob man das nicht begrenzt. Du kannst so und so viel die Stunde verteilen, wie du es machst, ist uns scheißegal, so nach dem Motto. Ja, wo man halt dann sagen müsste, dann macht einer eine Firma alleine und zahlt sich den Maximalbetrag aus. Dann müsste man ja schon sagen, man begrenzt es immer noch auf 350 pro Person. Ne? Du kannst es ja für einen Spieler begrenzen. Er hat ein Maximalbudget, aber du kannst halt einem Spieler, das ist ja wie jetzt, du kannst ja jetzt auch nicht mehr als 350 subventionieren. Wenn du jetzt wenn deine Firma 350 subventioniert kriegt und du gibst aber einen 500 Paycheck raus, geht die Differenz, die 150 von deinem Firmenkonto ab. So. Muss ich zugeben, habe ich nie getestet. Ach so, doch. Also wenn sich irgendwer 500 zahlt, kriegt nur 350 subventioniert, wird die Differenz vom Firmenkonto verbucht. Ja. Das wird und so müsste man das weiter in Hand haben. Da musst du das halt stündlich eingrenzen, dass du sagst, okay, der kann jetzt, was ich, für 60, also alle 15 Minuten kann der $500 von mir aus verteilen an seine Mitarbeiter. Aber pro Person maximal 350 nach wie vor. Irgendwie genau, so. Das wäre halt so eine Überlegung, dass man das so macht, ne? Dass die können ja dann auch sagen, wir sind jetzt ein mittelständisches Unternehmen oder dann wollen sie expandieren, wollen größer, wollen mehr Funktionen, dann können sie natürlich mehr beantragen beim Stadtrat, beziehungsweise bei der Unternehmensgedönsel da. Das wäre natürlich eine Überlegung wert, also, würde ich mal behaupten. Ich habe das mal notiert, Budgetierung pro Firma, müssen wir mal gucken. Wenn du möchtest, kann ich das auch ausformulieren und nochmal in den Bugtracker packen. Nee, das brauchst du nicht. Also ich weiß ziemlich genau, was ihr meint. Ich muss das halt mit Uli und eventuell auch mit dem Slaven nachher besprechen. Mal gucken. Und dann, der hat sich gerade ermutet. Erk, wolltest du was sagen? Ich wollte mich beschweren, aber ich lasse es lieber. Ja, nee, finde ich gut. Okay, Elli, machen wir. Also habe ich notiert jetzt.
Okay, danke. Ja. Herr Schäfer. Ich hier raus. Was? Hi. Hi, ich grüße euch. Hi. Ich bin noch nicht lange hier. Ja. Ich wollte jetzt auch einfach mal meinen Senf dazugeben. Dafür ist Glück. Das Ding ja hier. Klar. Da. Mach das. Ich muss tatsächlich sagen, ja, ihr habt vorhin nochmal zurück zum Thema Farming und Geld. Ja, es ist richtig. Man möchte das dickste Auto fahren. Das stimmt schon. Aber dazu muss ich jetzt ganz klar sagen, wenn wir hier so jetzt im Kreis sitzen, jemand, der jetzt hier auf den Server kommt und sagt, ich kann mir nach einem Tag immer noch kein geiles Auto und eine Waffe kaufen, der hat das Thema Roleplay falsch verstanden, meiner Meinung nach. Natürlich, man möchte einen entsprechenden Entwicklungsfortschritt haben. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir nach 4, 5, 6, 7, 8 Wochen immer noch kein ordentliches Auto kaufen kann, werde ich irgendwann auch knatschig. Aber trotzdem finde ich, der Weg ist das Ziel. Und dann lieber eine kleinere Community, dafür aber Leute, die Roleplay können und da auch Bock drauf haben, als Leute, die sagen, ich bin nach 2 Tagen fertig kann alles Mögliche machen, weil wir sind hier auch nicht in WoW. In WoW ist es so, du musst 2 Wochen deinen Charakter auf Max-Level spielen, ehe das Spiel überhaupt richtig anfängt. Das war völlig falsch. Hier ist das ja das andere. Da willst du ja was aufbauen und das sollte halt auch das Spiel sein, meiner Meinung nach. Das ist das Erste und das Zweite ist, zum Thema Firmen, ich habe das Wirtschaftssystem so halb verstanden mittlerweile, weil das ist halt tatsächlich eine Wissenschaft für sich, was ich beeindruckend finde. Ich wäre aber vorsichtig, damit jetzt ad hoc die Leute mehr oder weniger dazu zu zwingen, wieder auf die Felder zu gehen, weil das, glaube ich, geht nach hinten los, weil gerade das System, dass es hier halt nicht so farming-lastig ist, ist was sehr, sehr Außergewöhnliches und meiner Meinung nach auch fast schon Unikat, weil jeder Server hat dieses Feldverarbeiter und dann Verkäufersystem. Das hat jeder Server. Und dass es tatsächlich dazu realistische und gute Alternativen gibt, wo du gut Geld verdienen kannst, ist was Außergewöhnliches, was ich aber nicht zu stark abschwächen würde. Ich würde es so empfehlen, dass ich weiß jetzt nicht, wie akut es ist, muss ich nochmal kurz eine Frage zu stellen, ist, wie ist denn jetzt momentan das Problem? Das Warenhaus wird nicht genutzt, richtig? Ja, richtig. Die Leute verkaufen nicht ans Warenhaus effektiv. Ja. Leute verkaufen nicht ans Warenhaus. Gibt es im Warenhaus effektive Fehlbestände? Also sprich, ist da irgendwas nicht da? Ja, es sind Sachen, also es ist tatsächlich so, für dich, um das Ganze jetzt einmal zu erklären, dieses Wirtschaftssystem ist so, wenn du Sachen ans Warenhaus verkaufst, daraus bedienen sich die Shops. Ja? Wenn Sachen nicht verkauft werden, sind die Shops irgendwann leer. Das heißt, die Shops beziehen die Ware reell aus dem Warenhaus, die Tankstellen-Shops, 24/7-Shops und so weiter. Ja. Es ist bei einigen Produkten so, die nicht gebraucht werden oder im extremen Übermaß produziert werden, die werden von uns stündlich da rausgenommen in einer gewissen Anzahl, sodass eine Nachfrage immer künstlich entsteht. Ja. Ja. So, es gibt Fehlbestände, das Warenhaus ist relativ leer. Ich könnte jetzt tatsächlich nebenbei in die Datenbank gucken. Also ich nenne keine genauen Zahlen, aber ich mache die Datenbank mal auf. Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Pass auf, das reicht mir schon als Antwort. Die Sache ist, meine Idee dahinter ist, wir sind ja ein Roleplay-Server hier, ne? Wir haben ein Radio, wir haben eine Presse, wir haben eine Polizei. Macht das doch ganz simpel. Macht es spielerisch interessant. Macht einfach, gibt ans Radio durch, ja, wir haben aktuell eine Krise. Wir haben effektiv eine Krise, weil uns fehlen Waren. Das ist ein Notstand. Das kann da dann bei Radiomeldungen durchgeben, per Zeitung rausgeben, etc., etc. Und dann quasi so, ja, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen jenes. Und dann werden die Waren, von denen am wenigsten da ist, ausgesucht. Und wenn jemand eine bestimmte Anzahl verkauft hat von den Waren, kriegt er eine Prämie. Beispiel ist, keine Ahnung, Äpfel, dann muss der, keine Ahnung, ich nehme jetzt Äpfel als Beispiel, keine Ahnung, wir haben 0 Äpfel im Warenhaus, Sollwert ist 5.000. Wenn einer da, keine Ahnung, 1.000 Äpfel hinliefert, das soll im realistischen Rahmen sein, das hat auch ein paar Stunden, wenn nicht gar auch einen Tag oder so beschäftigt ist mit, und dann kriegt er eine ordentliche Prämie. Somit ist der A, hat es einen Roleplay-Hintergrund, was zu tun dafür, B, ist es, kann es jeder tun, und C, man kriegt dafür dann auch eine ordentliche Prämie. Dass dann gemessen wird, aha, er hat jetzt so und so viel verkauft, jetzt gibt es die Prämie. Das ist ein cooler Einwand, das notiere ich tatsächlich mal. Ich kann zum Thema Krise sagen, wir hatten mal die Benzinkrise, die hatten wir wirklich, weil keiner mehr Sprit gemacht hat. Da hast du so ein Phänomen gehabt, du hast ein paar Leute gehabt, die haben sich da Tag und Nacht drum gekümmert und der Rest hat einfach im Forum rumgemault. Ja, das ist
ja, dass wir doch bitte endlich die scheiß Tankstelle, weil es ist so, je weniger Sprit im Warenhaus auch ist, also die Tankstellen beziehen auch den Sprit aus dem Warenhaus, ja. Und je weniger Sprit da ist, desto höher ist der Preis an der Tankstelle. Und das ist sehr vielen Leuten sehr sauer aufgeschlagen. Und da gab es wirklich etliche Beschwerdewellen. Deswegen sind wir bei dem Wort Krise im Moment immer sehr vorsichtig. Aber der Ansatz von dir, den finde ich gut. Das habe ich auch notiert. Da sprechen wir nachher auch nochmal drüber, ja. Ich denke, das ist definitiv simpel umzusetzen, als wenn man da jetzt das Wirtschaftssystem komplett umbaut. Also nein, das Wirtschaftssystem an sich wird so oder so nicht umgebaut. Also ich kann alle Preise nachkorrigieren, wenn ich das möchte, in der Datenbank, klar. Aber es ist nur so, das ist halt im Moment aus dem Verhältnis. Ich sag mal so, eine normale Firma im Staat wird mit $350 pro Mitarbeiter pro Paycheck, also alle Viertelstunde subventioniert. Maximum, ja. Nicht jede Firma. Das heißt, ein Spieler hat die Möglichkeit, im Prinzip $350 die Viertelstunde zu verdienen, ohne wirklich was zu tun. Also natürlich muss er gerade für die Firma arbeiten oder so, aber im Endeffekt produziert er wahrscheinlich irgendwelche Sachen oder so. Und muss sich nicht wirklich bewegen. So, und das muss wahrscheinlich müssen wir da irgendwie gucken, ob wir da ein bisschen regulieren oder so, weil du schaffst es nicht mit Farming $350 in der Viertelstunde zu verdienen. Nirgendwo. Ja. Also wir werden das besprechen nachher, wir gucken uns das nochmal an und dann schauen wir mal, was wir da machen. Es wird jetzt nicht so, dass du so auf einmal einen Apfel für $3 verkaufen kannst oder so. Das ist auf keinen Fall. Nee, das würde ich würde auch. Nein, das machen wir nicht. Ja, klar. Das Problem an der Sache ist nur, was ich sehe, ist, wenn ihr euch jetzt hinstellt und sagt, wir nehmen die Subvention der Firma weg und zwingen die Leute wieder auf die Felder. Ich habe immer das Gefühl, gerade einer Community und gerade der Mensch wird ungern gezwungen. Er muss durch Eigenmotivation dahin gehen, weil wenn die Leute dahin gezwungen werden, sind sie genervt. Wenn du denen aber quasi einen Ansporn gibst, du sagst, hey, komm, geh doch da mal hin, mach das mal, da kriegst du was Tolles für, das ist zwar anstrengend, aber da kriegst du was Tolles für, da machen die Leute das von alleine oder haben sie das Bock drauf, das zu tun. Nein, nein, also wir nehmen Subventionen auch nicht weg. Das ist so, wie wir es damals gesagt haben. Firmen, die wirklich sehr viel Geld abwerfen, und da gibt es einige Firmen, und die sich selber tragen können ohne Probleme, denen werden eventuell die Subventionen weggenommen. Aber bei den anderen Firmen, jetzt gerade frische Geschichten, da wird natürlich subventioniert, vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß. Da müssen wir mal gucken, das müssen wir aber wirklich vernünftig durchrechnen, dann machen wir halt keine Schnellschüsse. Ja. Nein, und zwingen wollen wir keinen. Es soll immer, wir müssen halt ein Gleichgewicht herstellen, dass du sagen kannst, okay, ich arbeite in der Firma, aber ich könnte auf Farm gehen und verdiene da auch Geld. So. Also werde da nicht reich, aber ich verdiene halt auch Geld. Das muss irgendwo so das Ziel sein, denke ich. Ja. Gut. Okay, das wär's meinerseits. Dankeschön. Alles klar, danke. Herr Meko. Schönen guten Tag. Warte, ich muss wirklich kurz auf Klo. Ich gebe dir aber mal den Herrn Ronan, der wird deine Frage hoffentlich beantworten, wenn er sich unmutet. Das wird. Ich werde es jedenfalls versuchen. Gib mir 3 Minuten, ich bin nur schnell pinkeln. Okay. Dann bin ich jetzt mal jemand, der genau dagegen spricht. Der Kalle, was er gerade angesprochen hat, hat er recht. Was der Bärmer gesagt hat, nein. Von wegen, er hat mit $1,70 angefangen und das wäre ja viel zu wenig. Kann ich mich nur den neuen noch anschließen? Das hat mich damals eigentlich so gereizt, überhaupt hier zu bleiben. Von, keine Ahnung, vom Apple pflücken, sich hochzuarbeiten, wo es halt ein bisschen mehr gibt, wo man vielleicht mehr die Rezepte ausnutzen muss, etc. pp. Die Aussage da, den Preis hochzumachen, ist meines Erachtens, muss nicht unbedingt sein. Dann die Aussage, wie auch das Warenhaus wird nicht beliefert. Ja, ist schon richtig. Das kann gut möglich sein. Ich muss aber sagen, lieber ist der Kontakt zwischen RP und RP-Charakter da und die handeln, als das Warenhaus. Ja, dann sind die 24-Stunden-Shops vielleicht leer, aber wir sind ja hier zum RP machen und nicht um NPC Geld in die Hand zu drücken, beziehungsweise damit wir welche bekommen. Dann jetzt gerade die Aussage mit einige Firmen werden die Subventionen da verlieren. Würde ich für sehr schlecht empfinden, weil es gibt Leute, die Firmen aufbauen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Firma vom Hector. Die haben gut viele Arbeiter oder auch Bennys und die arbeiten dort gerne. Und nur weil dort Leute gerne arbeiten, ist es meines Erachtens kein Grund, denen dann quasi diesen Paycheck da wegzunehmen. Viele Firmen würden dadurch dann auch zugrunde gehen. Ich nehme jetzt mal die Spedition als Beispiel. Ich nehme jetzt, ich weiß nicht, wer der hier noch alles die Subvention da bekommt. Klar, dass da manche ein bisschen sehr viel rauskriegen, ist in Ordnung. Sowas wie die Cops oder die Medics finde ich in Ordnung. Aber da dann zu sagen, ja, eine gewisse Anzahl oder dann vielleicht, wie die Frau Ellie Evans da sagte,
die Aussage mit größer werden oder expandieren. Wir alle wissen, wie lange es dauert, bis man eine Firma bekommt und wie lange es überhaupt mal dauert, bis wir alle irgendwie arbeiten können. Das würde Punkt 1 das RP kaputt machen. Es würde den Zusammenhalt dieser kleinen Gruppe oder vielleicht sogar einer kompletten Arbeitsmechanik kaputt machen. Finde ich auch absolut sinnvoll. Es würde das, es würde dann auf einmal diese Firma, die vorher eins war, in zwei Sachen spalten. Den Sinn dahinter wäre halt auch nicht. Wie gesagt, ich kann nur viele Beispiele nehmen. Ich nehme jetzt mal als Pharma-Industrie, jetzt nehme ich da Stellungnahme. Ich würde sagen, ja, die Pharmaindustrie könnte ohne arbeiten, würde ich aber persönlich dann als nicht fair empfinden, weil nur weil zum Beispiel, jetzt sorry, falls der Tommy da mit hört, eine Spedition nur zwei Mitarbeiter hat und keine anderen findet, kann man, finde ich, nicht die anderen Personen bestrafen dafür, nur weil sie gerne an Ort X arbeiten. Ja, es soll ja jetzt auch keine Strafe, soll ja keine Strafe werden. Wie gesagt, es gibt aber, es ist selbst mir aufgefallen, Firmen, wenn ich zum Beispiel über uns, ich spiele selber, wenn ich über den Server gehe und mich mit den Leuten unterhalte, die ich ja offiziell nicht kenne, frage, na, was machst du so? Ja, ich arbeite da, ich arbeite da, ich arbeite da. Oder wenn ich frage, ja, gib mir doch mal eine Visitenkarte, dann kommt, welche meiner 8 Visitenkarten möchtest du denn haben? Das bereitet mir ganz persönlich sehr viel Kopfschmerzen und auch Bauchschmerzen. Und wenn ich teilweise sehe, wie die Firmen mit ihren Subventionen um sich werfen, tut's das genauso. Weil ist richtig. Ich bin nicht der Freund, der sagt, ja, wir sollten allen Firmen die Subvention wegnehmen, aber ich bin auch der Meinung, Moment, es wird hier angeschubst. Ja, Herr Heberler, ich weiß. Aber es gibt zum Beispiel auch Firmen, wo ich sagen würde, okay, die können sich locker alleine tragen. Und wenn die Firmen sich nachweislich alleine tragen können, warum soll man dann nicht sagen, ja, pass auf, ihr habt doch genug. Ursprung, wie gesagt, des Ganzen war ja nur, dass die Firmen überhaupt erstmal eine Möglichkeit haben zu existieren und nicht mehr. Würde das Problem nicht von A nach B dann verlagert werden? Wenn die Jungs dann und Mädels, sagen wir mal, an, ich weiß nicht, wie gesagt, ich nehme jetzt nochmal Hector, dort kein Geld mehr bekommen, würde diese Firma sich denken, ja gut. Und da kommt das Problem, was du sagtest. Ich weiß auch nicht, warum, Himmel, Herrgott, jeder Fünfte oder jeder Zweite in 5 verschiedenen Firmen ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich bin in einer und war mal mit quasi als Medic. Das war's. Finito. Ich weiß nicht, wie Leute 5 Jobs auf einmal haben können. Kann ich im echten Leben auch nicht. Vielleicht Pizzabote, vielleicht dann noch mein Hauptjob und das war es. Aber ich kann keine 5 Jobs machen. Ja. Richtig. Und ist das, ist das, was die Leute nicht verstehen oder verstehen wollen. Ich will da keinen vor die Nase hauen oder so oder vom Bug hauen. Aber es ist genau diese Frage, die ich mir auch jedes Mal stelle, wenn ich sowas höre, wo ich mir sage, warum? Funktioniert das? Ich persönlich kann es im wahren Leben auch nicht. Ich kann auch nicht zu 5 Jobs rennen. Das machst du einen Tag, das machst du 2 Tage, das machst du vielleicht noch 3-4 Tage oder eine Woche, aber irgendwann bist du dann so kaputt, dass es nicht mehr geht. Richtig. Ja gut, ich wurde jetzt gerade angeschubst und das ist etwas, was ich jetzt auch ansprechen wollte. Da kommt halt leider die wenige Spieleranzahl halt mit quasi ins Rollen. Und zwar, wir nehmen mal als Beispiel Lackiererei und von mir aus die Ammunition. Die müssen im Dienst sein. So, und wenn die halt zum Beispiel nicht da sind, im Hotel sind, dann läuft die Arbeit nicht weiter. Dann ist es natürlich gut, mehrere zu haben. Ja, das ist richtig. Finde ich auch, aber dann sollte man nichts dagegen. Genau, aber nicht durchgehend halt zu sagen, ja, wir machen das dann so und so, du bist da angestellt, du bist da angestellt, du bist da, da, da. Vielleicht dann wirklich zu sagen, 2 oder 3, whatever, dann müssen die Leute sich halt entscheiden. Das mit dem Paket finde ich auch noch ganz in Ordnung. Von wegen, keine Ahnung, Summe X habt ihr pro Paycheck Problem an der Sache, ist halt, wie kann man dann eine Spedition zum Beispiel mit einer Pharmaindustrie oder mit einem Hector-Laden, also hier den Autoladen, vergleichen. Dort arbeiten 2, bei Pharma arbeiten 10, bei Hector arbeiten, ich weiß nicht, auch so 5, 6, 7, 8. Das ist meines Erachtens dann, es ist richtig klar, damit man mit diesem Paycheck da nicht so weit so um sich wirft, aber da dann zu sagen, da bekommst du jetzt keinen mehr, das würde das Problem nur von A nach B. Dann würden die auf einmal zur Spedition gehen. Warum? Es gibt ja dort noch Geld. Ja, aber auch bei der Spedition wäre irgendwann so weit, dass es auch kein Geld mehr geben würde. Und dann müsste Firma B wieder beantragen, dass sie sich nicht halten können. Weil, wie gesagt, okay, Hector und so weiter, dann gehen viele Leute hin, wollen ihr Auto, Tune etc. pp. Lackiererei, genauso. Aber es gibt Firmen, die sind abhängig vom RP.
Und das ist zum Beispiel die Spedition. Also auch was der Bärmer gesagt hat, dass Leute nicht auf dem Feld sind, das kann ich zu 1000% verneinen. Alleine von der Pharmaindustrie sind durchgehend 6, 7, 8 Leute am Arbeiten auf den Feldern. So wie RP-technisch quasi mit U-Tool, die zusammenarbeiten mit der Spedition. Die Sache ist halt so, wenn man nur von A nach B, von C nach D fährt, hat man dann ein Problem. Und sieht vielleicht die Leute nicht. Aber ich glaube, hier könnten einige bestätigen, Feldarbeit ist vorhanden. Nur halt auf einer anderen Basis und nicht auf warenhausmäßig. Also ja, okay. erstmal ganz kurz, bevor das jetzt in falsche Hals kommt, Hector wird nicht subventioniert. Ja? So, achso, okay, dann Entschuldigung. Dann so, nehme ich das natürlich zurück. Also, das ist genauso, kein einziges Autohaus wird subventioniert, gar nichts, weil die verdienen mit dem Autoverkauf, die haben eine gewisse Spanne, die sie nehmen dürfen und verdienen damit genug Geld. Die kriegen dann keine Subvention. Dann tut's mir leid, dann meine ich, irgendwem hat der auch diese Sub-Dings da kriegt. Ja, wie gesagt, Subventionen war ja ursprünglich nur gedacht, damit die Firmen überhaupt erstmal existieren können. Aber wie gesagt, ich kenne viele Firmen, wirklich ja, fünfstellig, sechsstellig sind, im hohen Wert teilweise, was ich so höre, mitkriege, wo ich mir sage, warum kriegen die noch Subventionen? Die Firmen können sich voll und ganz alleine tragen. Klar gibt es auch Firmen, die aufs RP ausgelegt sind, dagegen spricht ja auch nichts. Aber es geht halt wirklich um Firmen, die eigentlich die Subventionen nicht mehr brauchen, weil die Subventionen kommen ja vom Staat aus der Staatskasse so. Und wenn die Firmen sich selbst tragen können, meiner Meinung nach, steht ihnen das nicht zu. Aber dann sollten es aber auch alle sein. Entweder alle oder keine. Das kannst du nicht für alle pauschal machen. Da musst du dir jede Firma selber angucken. So. Du musst halt gucken, was hat die Firma an Kapital, wie läuft sie, kann sie sich überhaupt selbst tragen. Ich kann keine Firma eine Subvention wegnehmen, die 50.000 auf dem Konto hat, im Gegensatz zu einer Firma, die vielleicht 500.000 auf dem Konto hat. So, halt Thema nicht. Subvention, da müssen wir haben damals gesagt, wir subventionieren erstmal pauschal alles, was kommt, bis zu den Autohäusern. Wenn diese Firmen sich selber tragen können, werden wir die Subventionen irgendwann abschalten. Haben wir bisher nicht gemacht, haben wir wahrscheinlich verschlafen, war nicht mehr dran gedacht, werden wir uns aber angucken. Also wir müssen irgendeinen Weg finden, um da ein Gleichgewicht herzustellen, weil du verdienst definitiv mit einem geförderten Paycheck, verdienst du einfach im Verhältnis wesentlich mehr, als du sonst verdienen könntest. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum einige Firmen einfach einstellen, ja, zahlt eh der Staat, Und die Leute kriegen halt ihre Kohle, obwohl sie vielleicht auch gar nichts machen. Will ich keinem unterstellen, kann aber natürlich sein. So, und das werden wir uns individuell angucken müssen, jede Firma. Das kann man halt nicht pauschal für jede Firma machen, denke ich. Weil es gibt Firmen, die sind essentiell. Ja? Ich nehme einfach als Beispiel Ammonation, weil ich glaube, jeder auf dem Server hat mittlerweile eine Waffe oder fast jeder. Und es werden immer Waffen nachgekauft. So. Dann gibt es aber auch Firmen, die sind, wie Herr Mikro schon sagte, vom RP abhängig. Ja, und lag ich gerade? Nee, man versteht, nee. Also ich verstehe okay, alles gut. Klar. So, wir werden uns das angucken und dann werden wir auch nochmal was dazu sagen. Aber ich will das jetzt nicht über den Berg brechen hier, wir müssen halt wirklich erst nachgucken. Also ja? Es wird nicht von heute auf morgen passieren, ich denke, da sind wir uns alle einig. Ja. Genau. Wie gesagt, ich wollte einfach nur halt klar das halt so hinstellen, dass es auch Leute gibt, die dagegen sind, dass da zum Beispiel, wie gesagt, expandieren, dass es auf einmal 2 gibt und so weiter. Oder vielleicht nur, keine Ahnung, ihr dürft nur so und so viele Mitarbeiter haben. Keine Ahnung, das würde alles eigentlich kaputt machen. Naja, ja. Also wie gesagt, es wird jede Firma individuell angeguckt. Es wird nicht pauschal gemacht. So. Ja. Und das ist halt wichtig, dass man das versteht. Und man muss halt auch sehen, fast alle Firmen haben Monopolstellung bei uns auf dem Server. Das heißt, es gibt eigentlich im Normalfall nur eine einzige Art jeder Firma, außer von ein oder zwei, wo ich es weiß. Aber sonst hast du eigentlich nur zum Beispiel, ja, Pharma zum Beispiel, ist die einzige Firma, die Jod und alles herstellen kann. Es gibt keine andere Firma. Dementsprechend ist es eine Firma, bei der auch eigentlich immer gekauft wird, weil du brauchst das Zeug zum Beispiel für Drogen, die Lackiererei ja, brauchst. Ja, wir müssen das ja jetzt nicht so im Detail erklären, wofür genau. Man eventuell was braucht. Ne? Wir haben das, glaube ich, alle verstanden, worum es geht. Und wir werden das angucken und dann besprechen und ich habe das jetzt notiert. Und dann, ja, also keine Angst, wird nicht pauschal einfach alles weggenommen. Okay. Okay. Danke für die Vertretung, Frank. Ich nehme den nächsten. Ne? Dann, dankeschön. Der Bierschenk. Ja, Mahlzeit. Jetzt wird's verrückt. Und zwar, ich fange mal ganz kurz mit dem Schlüsselthema an, weil das jetzt auch in der Talk Power war. Seit es die Zulassungsstelle gibt, ist es so, dass wenn man ein Firmenauto anmeldet, naja, oder ummeldet auf eine Firma, dass man keinen Zweitschlüssel mehr bekommt, wenn es schon 2 Schlüssel gibt. Es ist, glaube ich, auch egal, wo dieser zweite Schlüssel ist oder wo beide Schlüssel sind. Und so habe ich jetzt das Problem,
dass von einem Auto beide Schlüssel weg sind. Ein Schlüssel hat eine Person, die ausgereist ist, und der andere vermutlich auch, keine Ahnung. So würde ich mal nachfragen, ob es eine Möglichkeit gibt, eben halt Schlüssel nachmachen zu lassen. Also RP-technisch oder serverseitig? Serverseitig. Also ich kann das Auto wirklich nicht mehr aufschließen. Bugtrigger bitte. Ich kann Schlüssel, seitdem das System umgestellt ist, nicht so einfach über die Datenbank wiedergeben, zumindest weiß ich gerade nicht wie. Okay. Genau, und im Zweitschlüssel ist es dann auch noch so, dass der nicht immer funktioniert. Also man hat zwei Schlüssel oder teilweise auch vier, weil es halt damals noch ging, mit mehreren Schlüsseln herstellen, in der Tasche, aber es geht halt nur einer. Und das ist dann immer so ein bisschen ein Rätselspiel, welcher gerade funktioniert. Ich glaube, ein Relock hilft da irgendwie oder so. Ich weiß nicht, wisst ihr das oder soll ich das auch in Bugtracker mit aufnehmen? Schreib's bitte mit rein. Ich habe davon keine Ahnung. Also am besten mit reinschreiben, dass die sich das angucken. Das ist ein Big. Hat mich Ellie gerade angestupst, aber da weiß ich jetzt dann, was er meint. Bug, meinte ich wahrscheinlich. Okay. Gut. Ach, das ist ein Bug. Ja, okay. Ich dumm Kopf. Ja, zu dem Thema mehrere Jobs, was gerade angesprochen wurde. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass jemand nicht nur einen Job haben darf wie im Real Life. Deswegen spiele ich ja auch, weil ich mal raus will aus dem Real Life und was anderes machen will. Wenn jetzt jemand wie der Percy Olsen 6 Monate beim ACLS die ganze Zeit auf dem gleichen Hof stand und dann mal sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll und dann mal was anderes machen darf, finde ich das eigentlich ganz gut. Also ich finde es jetzt kacke zu sagen, ja nö, du hast dich für ein ACLS entschieden, jetzt machst du das so lange, bis du halt nicht mehr Bock hast, GTA zu spielen. Und ich finde es eigentlich schon gut, dass man sich mehrere Jobs ermöglichen kann. Das ist doch nie gesagt worden. Also du kannst auch immer deinen Job kündigen und einen neuen machen. Das wird auch nie reguliert werden. Das ist ja jedem frei. Ah, ich weiß nicht, ob du da auf dem Klo warst. War vorhin schon mal kurz das Thema. So, ja, das kann sein, dass ich auf Klo war. Also es wird nie so sein, dass wenn du dich einmal für irgendwas entscheidest, dass es dann bis zum Ende spielen muss. Das ist ja Quatsch. Nein, ja, das ist schon klar. Jobhopper will jetzt auch keiner unbedingt. Aber vielleicht können ja die Leute, die dann irgendwie einen Betrieb aufmachen, halt ein bisschen schauen, dass sie nicht immer nur ihre Kumpels mit reinnehmen, sondern halt auch ein bisschen auf neue Spieler vielleicht achten. Das nur zu dem Thema. Ja, dann habe ich noch was Spezielles zu Escalera. Ich wollte mal noch was anderes fragen. Und zwar, wenn ich ein Auto vermiete, dann gebe ich ja den Schlüssel raus. So, und wenn ich dann eben dieses Problem habe, dass der Schlüssel dann irgendwann verschwindet, oder der Kerl aus dem Hotel nicht mehr rauskommt, dann ist erstens der Schlüssel weg. Jetzt, vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, irgendwie sowas zu machen wie eine Wegfahrsperre, also irgendwie ein Chip oder so, dass er zeitlich begrenzt ist, sage ich mal, der Schlüssel. Weißt du, dass der dann halt einfach dann nicht mehr funktioniert, dann kann der von mir aus den Schlüssel behalten für immer. Ich kann mir irgendwann einen neuen machen lassen, wenn das funktioniert, aber der kann mit dem Schlüssel nichts mehr anfangen. So eine Frage halt an die Technik, ob da... Ist technisch sicherlich möglich, bitte als Vorschlag auch einen Bugtracker. Also ich will euch auch nicht nerven mit dem Wort Bugtracker, aber das ist halt das, wo die beiden Programmierer immer reingucken. So, und wenn ihr das da reinschreibt, dann... Weil alles, was du hier jetzt sagst und was wir jetzt... Ich finde hier jetzt die Sachen, die wir nachher besprechen wollen. Ja. Also schreibt deine Idee mit dem Schlüsselkasten und Wegfahrsperre gerne rein. So, ja. Und dann wird sich das angeguckt und dann wird geguckt, wie man das machen kann. Das ist wahrscheinlich der beste Weg, weil Connex ist jetzt auch gerade nicht da, der muss wohl kurz weg. Ja, alles gut. Dann bin ich eigentlich soweit durch. Okay. Ja. Der Large. Hallo. nur so ein paar Punkte dort mitgeschrieben wegen den ganzen Diskussionen. Dieses Thema Handel geht am Warenhaus vorbei und so. Ich finde oder glaube, dass das auch mit daran liegt, dass wenn man in eine Firma geht oder bei ziemlich vielen Firmen, zum Beispiel Pharma Industries, macht man da im Prinzip trotzdem nichts anderes als Farm, nur mit Paycheck noch zusätzlich. Und dass man dann gibt es noch das zweite Problem zum Beispiel beim ACLS jetzt mit dem, dass wir Scheiben und sowas bei einzeln anbauen können und so. Wir müssen die vorproduzieren und ich habe einfach mal so eine kleine Tabelle gemacht und geguckt, wie oft geht eine Scheibe kaputt und wie viel müsste man da lagern, um so einen Monat erstmal Ruhe zu haben, um nicht wieder einkaufen zu müssen oder sowas. Da komme ich insgesamt mit Türen, Scheiben und Reifen und sowas, bräuchte ich zum Beispiel 20.000 Sand. Und die vom Warenhaus zu kaufen ist halt so gut wie unmöglich, weil Baumarkt und so
sind halt beim Sandfeld, die farmen das ab, brauchen das selber. Und dann bringt es auch nichts, wenn da jemand einzeln hinfährt, privat, sozusagen als Lieferant für uns, will dann Sand holen, kommt mit 100 wieder zurück und sagt dann, das Feld ist leer. Ja, aber es ist ja, also in eurem Fall jetzt, wenn ihr die Sachen für eure eigene Firma braucht und dabei im Dienst seid, ist es doch völlig legitim. So. Ist doch legitim, wenn der Lad schon mal ACS jetzt sagt, Mensch, ich muss jetzt tonnenweise Sand machen, weil ich Scheiben produzieren muss für meine Firma. Ich finde aber alleine schon das Problem, dass wir überhaupt selber die Rohstoffe besorgen müssen. Also ich meine, wir sagen immer, wir live und so realitätsnah wie möglich. Aber sagt mir eine Werkstatt, die Felgen selber herstellt. Ja, aber wir müssen halt nur mal Kompromisse eingehen. Es ist eine kleine Spielerbase, die wir im Moment haben und deswegen geht es nicht anders. Oder hast du irgendjemanden, der dir das liefern will? Wir haben Leute, die als Lieferanten bei uns arbeiten, aber es ist dann halt, wie gesagt, oft so, dass die ankommen und sagen, zum Beispiel, wenn wir Eisen brauchen, die kommen dahin, kommen nach 4 Stunden mit 300 Eisen zurück und sagen, dann ist leer. Ja. So, und im Warenhaus ist auch nichts mehr drin. Also ich fand dieses, was Kalle vorhin gesagt hat, mit dem, dass das Radio sozusagen announced, wenn im Warenhaus irgendwas fehlt, finde ich eine ziemlich geile Idee. Was man da vielleicht noch dran verknüpfen könnte, ist, dass das Warenhaus dann sozusagen Minijobs vergibt. Und dass das Radio im Prinzip wie die Taxizentrale, wenn neue Leute reinkommen, dass die eine Nachricht kriegen und das Radio bekommt eine Nachricht, der und der Minijob ist beim Warehouse ausgeschrieben, kann das ausrufen, die Leute können da hin und machen das Warehouse wieder frei. Sowas vielleicht noch, oder? Ja, keine Ahnung. Und dann noch dieses, was Ellie gesagt hatte mit dem Budget für Firmen, finde ich auch im Prinzip nicht schlecht. Aber vielleicht kann man auch andersrum denken, dass man gar nicht unbedingt das Geld begrenzt oder auch das Geld begrenzt mit so einem Budget, aber auch sagt, Firma XY dürfen nur 5 Leute gleichzeitig im Dienst sein. Weil dann hättest du auch nicht dieses Problem zum Beispiel, dass du stehst mit 10 Mann am Poi und davon lackieren gerade 9 Auto. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das lösen. Ja, aber das ist notiert. Ja, schauen wir uns mal an. Ich finde, also auch dieses Auftragssystem, finde ich, sollte man irgendwie nochmal überdenken. Ich weiß, ich habe auch keine Lösung dafür, aber ich finde es halt unlogisch, dass ich am Poi stehen kann und einen Totalschaden repariere. Ja, aber das haben wir auch drüber gesprochen, war zuerst anders gedacht, aber Beispiel Lackiererei, stell dir mal vor, der hatte 3 Autos zu lackieren, 6 Stunden. Das heißt, der Dude muss 18 Stunden in seiner Werkstatt stehen und guckt in die Luft. Das kann auch nicht der Sinn sein. Das geht halt auch nicht. Weil sonst stehst du da. Ja, Lösungen habe ich nicht dafür, aber es ist Wir hatten darüber gesprochen, ja gut, aber das ist halt wieder so ein Kompromiss. Ne? Der andere Weg wäre halt, wie gesagt, du musst halt wirklich an dem Auto dann dran stehen und so. Aber das, wow, wer hat darauf Bock? Selbst wenn wir die Zeiten reduzieren und du sagst, ein Totalschaden, keine Ahnung, Stunde. Ja? Willst du eine Stunde beim ACLS rumstehen, wo dann eventuell nichts los ist oder Lackiererei, wo nichts los ist und dann guckst du halt einfach eine Stunde in die Luft so, und bist AFK quasi. Das ist halt ja auch nicht Sinn der Sache, denke ich. Ne? Nee, das ist nicht einfach. Das ist ein sehr schwieriges Thema, da einen vernünftigen Kompromiss zu finden. Also deswegen ist es erstmal so, wie es ist und ich denke, das wird auch erstmal nicht geändert. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil wir halt auch keine Lösung dafür haben. Aber dann noch vielleicht nochmal einmal zum Warehouse. Ich finde, man sollte vielleicht auch mal in Betracht ziehen, die Außenwelt. Also dieses geschlossene Wirtschaftssystem, schön und gut, solange es funktioniert. Aber so ein Staat kann ja auch mal was importieren. Wenn man jetzt zum Beispiel merkt, es hat seit 3 Wochen kein Mensch irgendwie Kaffee gemacht. Dass der Staat dann sagt, okay, wir haben jetzt mal 500 Kaffee importiert und die Leute können darauf bieten sozusagen. Oder, also bei Kaffee jetzt vielleicht ein scheiß Beispiel, aber mehr bei den Rohstoffen zum Beispiel oder sowas. Mhm. So, es gibt eine Außenwelt. Die Autos kommen ja zum Beispiel auch im Hafen an. Ja, klar. So, dass man halt diese Außenwelt nicht ganz so krass außen vor lässt. Oder halt so staatliche Auktionen zum Beispiel oder auch, dass Firmen sowas ausschreiben können, sage ich mal. Zum Beispiel ACLS braucht 20.000 Sand. So, dann kann jemand hingehen und sagen, ich biete euch das an, dass ich das für $10.000 mache. Und dann kommt der Nächste und sagt, ich mache das für 9.500, bis keiner mehr runtergeht. So Negativauktionen oder so. Irgendwie, dass man halt das auch so ein bisschen publik machen kann, was gerade fehlt. Ja.
Ja, können wir gucken. Also es wird halt erfasst. Du siehst ja am Warehouse auch selber die Bestände. Und die Zahlen sind ja halt sogar da. Müssen wir mal gucken. Ja, notiere ich mir mal hier. Das war's vom ersten. Okay. So, der Olsen, vom einen Arzelässler zum anderen. Percy Potter, Ich möchte ganz gerne bei dem Herrn Krempel, der vorhin gesprochen hat, ansetzen mit den Reifen. Ja. Ich weiß nicht, ob mir der Erk das beantworten kann, aber inwiefern wird denn diese Reifenabnutzung bemessen? Wird da der Untergrund, wird der erfasst oder wie genau? Das müsste ich jetzt nachschauen. Da müsstest du nachschauen. Okay, vielleicht dann als Ansatz, weil ich persönlich habe das Gefühl, dass sobald man auf so Sandwegen fährt, dass das als Art Offroad schon zählt und dadurch die Reifen mehr abgenutzt werden, als sie sollten. Gerade der Weg zum Abfüller beispielsweise ist ja ein doch recht sandiger Weg. Hm. Und dass gerade an den Stellen die Reifen mehr abgenutzt werden, als sie eigentlich sollten. Okay. Ja, das weiß ist, halt nicht, ob Untergrund da eine Rolle spielt, wie Connex das gemacht hat. Aber daran könnte es vielleicht liegen, dass etwaige Fahrzeuge sehr viel Reifenverlust erleiden. Okay. Ja, kann ich dir natürlich auch nicht sagen, musst du die beantworten. Ja. Ja, aber vielleicht, dass der Erk sich einfach eine Notiz macht irgendwo. Ja, vielleicht. Ja, ich gucke nochmal, ob da irgendwas ist. Aber ich glaube, der Connex hat ja auch schon mal durchgeschaut. Wir suchen noch, ob das ein Bug ist oder warum die sich. Aber es ist ja scheinbar so, ich sehe es ja auch selber in meinem Auto. Manchmal werden die Reifen auf einmal ganz schnell abgenutzt. Ich muss selber gucken. Ich habe mich da jetzt noch nicht mit beschäftigt. Ich hatte noch andere Sachen. Nee, ich bin halt letztens mit einem geliehenen Fahrzeug gefahren, das hinten ein bisschen mehr Gas hatte und die Reifen beim Anfahren immer durchgedreht sind. So, aber wir sind ein bisschen über die Insel gefahren, weil den Leuten noch was auf der Karte gefehlt hat. Und da ist mir das dann aufgefallen, dass ich in Paleto Bay oben stand, wollte wenden, bumm, zwei Reifen kaputt. So, ist innerhalb von einer Stunde passiert, so gefühlt. Ist halt dann doch ärgerlich, gerade wenn der ACLS nicht im Dienst ist, wie der Herr Crumble das schon sagte. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, ob man nicht für die Zeit, in der niemand beim ACLS im Dienst ist, da wirklich wieder so einen NPC hinstellt, dass die Leute nachts auch ihre Fahrzeuge reparieren könnten. Okay. Falls ihr da mal drüber sprechen wollt, sagt Bescheid, Flo. Ich habe das sowieso schon notiert mit den Reifen. Ich kann da jetzt nochmal NPC-Fragezeichen hinterschreiben. Okay, haben wir. Das okay. War's? Jo. Okay. Herr Seed. Na, hallo. Ja, ich habe mich gerade nochmal mit zwei, drei Leuten drüber unterhalten, wegen den ganzen Firmen und Paychecks und sowas. Du hast ja auf der einen Seite die Leute, die am Tag nur so 3-4 Stunden zocken können. Für die ist eine Firma natürlich eine richtig geile Alternative, damit die die Zeit, die sie online sind, nicht auf dem Feld verbringen müssen. Auf der anderen Seite hast du aber auch Leute, die am Tag 12 Stunden online sind und quasi fürs so gut wie nichts machen, permanent Paychecks kassieren. Gäbe es da die Möglichkeit zu sagen, man führt halt so einen 5- oder 6-Stunden-Tag ein, dass jeder so sein Pensum hat, wie lange er Paychecks bekommt? Ein 5- oder 6-Stunden-Tag? Naja, ich meine, normal hast du jetzt so deinen 8-Stunden-Tag, wenn du auf Arbeit gehst. Ja. Für die du halt bezahlt wirst. Und dass man da halt dann sagt, okay, man hat halt ein 5-Stunden-Pensum zum Beispiel, in der Zeit man seinen Paycheck bekommt und alles, was drüber geht, ist halt ehrenamtlich oder Überstunden oder was weiß der Geier. Ja, kann aber auch zu Problemen führen. Dann hast du nachher Firmen, die sagen, nö, also hast du eventuell Spieler, ich will es keinem unterstellen, aber es kann ja sein, der sagt dann so, nö, ich habe heute schon gearbeitet, kriegt kein Geld mehr dafür, seht doch zu, wie ihr eure Autos repariert oder was weiß ich was. Oder eure Waffen herkriegt oder so. Oder. Du hast halt wirklich Firmen, die haben, keine Ahnung, 8 Angestellte, wovon eigentlich 4 Angestellte gar nichts machen, die eigentlich nur fürs nichts machen, den ganzen Tag über Paychecks kassieren. Und das sollte halt auch nicht so ein Zweck der Sache sein, oder? Nee, du, da hast du natürlich recht. Wir müssen uns da irgendwie Gedanken drüber machen. Ich schreibe den Ansatz mal mit auf, das irgendwie zeitlich begrenzen. Sehe ich aber halt das Problem, dass einige dann sagen so, ja, ich arbeite auch nur, wenn ich Geld kriege, wenn ich mein Pensum habe, egal was ist, mache ich halt nichts mehr. Kann ja, okay, dann müsst ihr aber auch sagen, okay, dann kriegst du nur Geld, wenn du arbeitest. Ja, natürlich, nur das ist, wie sollen wir das umsetzen? Das ist halt die Sache, so. Also, es ist schwierig, aber das wird ein Thema, da werden wir auf jeden Fall nachher, denke ich, wenn Uli wieder da ist, drüber sprechen, was wir da machen können, was wir da ändern können. Ich notiere mir das einfach mal mit so, deinen Gedanken, und dann schauen wir mal, okay? Alles klar. Okay, dann
Brenner. Abend. Ach du Schande. Was? das mit dem zeitlich Begrenzen muss ich aber allerdings, weil es jetzt gerade aktuell war, widerlegen. Weil, ich sag jetzt mal, um wieder auf Ammonation zu kommen oder Artworks, Art Attack war es ja, es macht ja keinen Sinn. Es gibt Leute, die kloppen da einen Auftrag nach den anderen durch und sind dann mal auch 10, 11, 12 Stunden auf dem Server und lackieren einfach mal. Nur das dabei. Mhm. Ich meine, die tun ja dann was dafür. Oder um nochmal auf den Baumarkt jetzt zu kommen, weil es ja gerade auch schon erwähnt wurde, nein, der Baumarkt hängt nicht permanent in einer Eisenmine. Wir haben 400 Eisenerz. Also wir sind's nicht. Zu dem Thema allgemein mit den Paychecks, ja, kann ich nachvollziehen, dass einige es ausnutzen oder auch einfach nur Massenpersonal haben. Wo man aber auch sagen muss, die Firmen, die haben auch dementsprechend Aufträge. Ich sage jetzt, ein Baumarkt, der hat aktuell 3 Mitarbeiter und wir arbeiten zu dritt, wo der Niedrigstverdienste bei $275 ist. Der Niedrigste? Ja. Hm. Ja. Ist ein normaler Angestellter, der Werkzeuge nachproduzieren kann und jede Arbeit und Verantwortung ist ja irgendwo bezahlt. Ja, klar. Du, das ist ja auch legitim, wie ihr die Löhne verteilt. Im Moment gibt das System das her, dass du jedem halt die Subvention auszahlen kannst. Wir müssen gucken, ob wir das ändern und wie. Ja, ist aber legitim, das ist ja, dass dann Angestellten von mir aus 275 dann verdienen in der Viertelstunde. Ja, das ist auf den Tag gerechnet. Bei jemandem, der 3 Stunden vielleicht da ist, ist es ja eigentlich fast gar nichts. Und die stehen dann aber auch tatsächlich im Wald und sind am Holzhacken. Hm. Ja, bei den Reifen, bei der Reifengeschichte beziehungsweise NPC, ACLS, was bringt mir der NPC, wenn der beim ACLS steht, aber mein Auto irgendwo in der Wallach Pumpa steht und nicht mehr fahrtüchtig ist, weil beispielsweise 2 Reifen platt sind? 2 Reifen platt laut Serverregel ist ja nicht mehr fahrtüchtig. Ja, das würde dir insofern was bringen, um dir das zu beantworten. Entweder rufst du einen Kollegen an, ein Taxi oder sonst, wenn du fährst dahin, holst deine Reifen, lädst sie im Kofferraum und bringst sie hoch und schraubst sie an oder irgendwie so. Also, klar, ich verstehe den Ansatz, du darfst mit Autos mit 2 platten Reifen nicht mehr fahren, logisch. Ja. Aber was willst du machen, wenn der ACS nicht da ist? Wir können es ja nun nicht aus der Zaubertüte reparieren lassen. Nachts, ne? Das ist natürlich auch schwierig. Ja, also ein NPC, der einen Reifen verkauft, die man dann provisorisch bis da, um dann zum ACLS zu fahren, wäre ja noch eine Möglichkeit. Ja, das wäre jetzt, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Das ist jetzt nur eine Idee. Ja, ja. Ne? Also, dass, ob das jemals so kommen wird, keine Ahnung. Ich wollte das da als Vorschlag bzw. als Idee eigentlich gerade mit reinwerfen. Dass der ACLS dann noch Ersatzräder verkaufen kann, damit vielleicht Geld macht und dann noch die Reparatur. Ja, okay. Ja, müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, schreibt eure Ideen gerne nieder, wenn da Ideen sind, irgendwie, die das verbessern. Immer rein damit in den Vorschlags-Bug-Tracker da. Ne? Aber also ich muss sagen, ich hatte gerade eben sogar den Fall, um circa 18 Uhr keiner beim ACLS erreichbar. So, passiert, ne? Auch die Jungen vom ACLS aber nicht. Der Denver ist halt ein fauler Sack. Verdammt, ja. Top-Power. Ja. Ja. Ja, ich hätt's dann. Alles klar, Herr Brenner, weitermachen. Ja. Denver. Hab ich dem ACLS-Dienst abgeschworen. Haben mich nur versprochen, ne? So, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher auch beim ACLS 12-Stunden-Schichten geschoben. Oder wie Herr Rauscher so schön ausgedrückt hat, Mensch, der Denver wohnt ja da. Hm. Aber das war teilweise auch nötig. Also deswegen finde ich die Begrenzung von 5-6 Stunden, muss man dann wieder differenzieren, weil ACLS ist ein Ding, da brauchst du den ganzen Tag. Ich habe halt keinen, oder die Leute werden da keinen Bock haben, sich, ja, jetzt habe ich für eine Viertelstunde gearbeitet. Stempel ich mich aus und wer auch immer mich gepokt hat, Leute, ich sitze nicht am Teamspeak gerade, ich sitze in der Küche. Verstehst du, da ist auch wieder, da muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Tja, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, dass da nichts pauschal gemacht wird, weder mit Paychecks noch mit sonst was, falls mal irgendwas geändert wird. Jetzt gehe ich mal gucken, wer mich hier angestupst hat und ein Medic, der nach 6 Stunden keinen Paycheck mehr kriegt, na klar denkt er sich, warum soll ich arbeiten? Ja, ist richtig. Verreckt doch alle, ist nicht mein Bier. So, wer hat mich denn angestupst? Das ist die werte Frau Evans.
Die im Notfall auch selber Talkpower anfordern könnte, wenn sie was sagen möchte. Nee, die mir lediglich mitteilen wollte, dass sie teilweise auch 18 Stunden Schichten geschoben hat. Ja, das stimmt. Ellie war sehr viel im Dienst, das ist korrekt. Ja, also wie gesagt, das sind jetzt alles erstmal nur so Ideen, die ich notiere. Da ist nichts in Stein gemeißelt, das muss erst alles besprochen werden. Und ob das jemals zeitlich begrenzt wird oder nicht, das steht alles in den Sternen. Ich habe das Gefühl, die Leute poken mich jetzt einfach nur, um mich beim Rauchen zu stören. Das ist korrekt, ich poke dich auch kurz. Moment. Ja, haben wir es ja denn? Oder hast du noch was? Ja, das war alles, was ich sagen wollte. Okay. Vielen Dank für das ganze Angestupse. Rauchen wir weiter. Chris Wutz. Jo, hi. Bezüglich nochmal den Reifen, ne? Wenn nachts jetzt zum Beispiel kein ACLS da wäre, wäre es vielleicht möglich, das so zu machen, dass wenn jetzt kein ACLS da ist, dass die Reifen sich bis aufs Minimum abnutzen und dann aber nicht kaputt gehen, sondern erst kaputt gehen, wenn einer am ACLS im Dienst ist? Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gar nicht sagen. Also am besten auch als Vorschlag in den Bugtracker, weil ja nur gerade alle diese Vorschläge auch gerade für das Reifenthema da reinschreiben. Also einfach reinschreiben als Vorschlag und die werden sich das angucken, denke ich dann. Ja. Aber es ist. Ja, bloß da bräuchte man halt keinen NPC oder so. Ja, ist eine coole Idee. Schreib es einfach rein und mal gucken, was wie darüber entschieden wird. Ne? Aber bitte als Vorschlag da eintragen. Mhm. Okay. Das war's? Das war's schon. Okay. Ja, Freunde, dann sind wir anscheinend durch, ne? Glaube ich. Keiner mehr Talkpower, toll. Ich glaube, Uli ist wieder da, wenn ich das richtig sehe. Möchte Uli noch was sagen? Der Opa hat das Mikrofon vergessen. Muss ich noch irgendwas sagen? Nee, wir haben jetzt ein paar Vorschläge gesammelt. Ich habe alles notiert. Der Bugtracker läuft gleich wahrscheinlich über und dann sollen wir da nachher mal drüber sprechen. Da brauche ich nichts mehr sagen. Alles klar, super. Dann außer, dass ich... Doch, ich will noch was sagen. Ja. Ich bin ziemlich bescheiden, dass die Medics mit dem RTW Wasser machen gehen. Das war mein Wort zum Sonntag. Ja. Dem schließe ich mich kommentarlos an. Nee, nicht kommentarlos. Ja, das ist richtig. Das ist ein RTW, Freunde. Ne? Das ist kein ich mache jetzt Wasserauto. Gut. Gut, dann, das war's zum Sonntag, fällt heute aus. Ne? Tun Sie Dinge, machen Sie Sachen. Danke für die rege Beteiligung und Diskussion heute und weiterhin viel Spaß. Und damit ist das Ganze hier jetzt offiziell beendet. Hey. Gut. Gehen wir erstmal in den beliebten AFK-Channel. Machen Mucke an. Kurze Pause. Gleich wieder da.